Mein Wunsch war eigentlich ein doppelter. Einmal muss es bei einem solchen Konzert immer die Arpeggione von Schubert geben. Das ist fast ein Mantra. Als ich den ersten Ehrendoktor bekam in Würzburg, da spielte ein junger Cellist die Arpeggione und dann bei meinem 70., meinem 80. immer die Arpeggione, das ist gar nicht mehr zu entbehren. Aber rings um die Arpeggione, also um ein klassisch-romantisches Stück, haben wir moderne Komponisten eingebaut, vor allem Olivier Messiaen, den ich selber in Paris noch improvisieren hörte, in der Trinité. Und das steht für mich auch für die Gegenwart, für die Moderne. Ich kenne Herrn Berger, Julius Berger, schon seit vielen Jahren und Jürgen Geiger, mit dem habe ich zusammengearbeitet in unserer Pfarrei in Maria Immaculata in Hallaching und ich freue mich sehr, dass die beiden heute Abend da sind. Thank you.
Ich bin sehr zufrieden mit meinem Leben und das Beste vielleicht daran war der Wechsel. Denn die Gefahr im Leben ist immer die Routine. Wenn man zu lang in einer Situation, in einer Position verharrt, dann kommt oft nichts Neues mehr und man stumpft ab. Aber wenn man sich immer neue Aufgaben stellt, das ist heilsam. Wenn ich jetzt hier stehe in diesem Garten, ich genieße die Farben und den herrlichen Rasen und die Bäume und den Anblick des Hauses. Das ist ein sehr schöner Ort und ein musikalisches Haus. Da fühle ich mich natürlich wohl, weil ja die Musik immer zu meinem Leben gehört hat. Und ich denke natürlich an die Vergangenheit, die mit Karl Orff so eng zusammenhängt und mit der Tanzschule und mit vielem, was ihn geprägt hat. Also das alles schwingt in mir mit und daher ist das ein wunderschöner Ausklang meines 85. Geburtstags.